Ein Studium der Sozialwissenschaften ist ein sehr interessantes, vielfältiges und abwechslungsreiches Studium. Das zeigt sich insbesondere darin, dass die Berufschancen danach sehr, sehr hoch sind. Denn mit einem Studium der Sozialwissenschaften können Sie später zum Beispiel im Personalwesen, in der Unternehmensberatung, im Marketing, im Gesundheitswesen, in der Forschung, aber auch in der Politik und im Stiftungswesen arbeiten. Sie sehen also, das Studium der Sozialwissenschaften gibt Ihnen eine unheimliche Bandbreite, viele Möglichkeiten und viele Chancen nach dem Studium, und die Ihnen angebotenen Jobs sind zahlreich. Dabei ist es wichtig, auch schon während des Studiums praktische Erfahrungen zu sammeln, zum Beispiel über Praktika oder Auslandsaufenthalte oder auch Aushilfsjobs. Und wenn man sich die Vergütungen einmal anschaut, die ein späterer Arbeiter oder Angestellter im Bereich der Sozialwissenschaften erzielen kann, dann sind es doch relativ ordentliche Beträge. Das monatliche Bruttoeinkommen, das monatliche Gehalt liegt zwischen 1.700 und 4.500 Euro. Nach oben offene Grenzen, je nach Einsatzgebiet. Wenn wir die Ghostwriter im Bereich der Sozialwissenschaften anschauen, dann können diese Sie in vielfältiger Art und Weise im Studium unterstützen. Denn Ghostwriter in den Sozialwissenschaften kennen die Anforderungen an das Studium sehr, sehr genau. Ein hoher Leistungsdruck, ein großer Prüfungsdruck und eine Vielzahl von Klausuren kombiniert mit einem hohen Zeitdruck prägen das Studium. Sozialwissenschaftler müssen eine Vielzahl von Informationen aufnehmen. Und genau das können Ghostwriter im Bereich der Sozialwissenschaften. Sie sind in der Lage, schnell und umfassend aus einer Vielzahl von Informationen die relevanten Informationen zu erkennen und diese aufzubereiten. Hier kann dann eine ideale Unterstützung von Ihnen erfolgen, sei es beispielsweise im Coaching oder sei es auch bei der Erstellung von akademischen Mustervorlagen. Kurzum, Ghostwriter im Bereich der Sozialwissenschaften bringen ein umfassendes Know-how mit, sowohl aus praktischer Sicht, weil sie in einer Vielzahl der Themenstellungen, die ich erwähnt hatte, tätig sind, und sie bringen eine umfassende theoretische Basis mit. Sie sind ausgebildete Sozialwissenschaftler. Die hohen Anforderungen an ein Studium in den Sozialwissenschaften zeigen sich auch am NC. Dieser liegt eher im oberen Bereich zwischen 1,6 und 2,9. Und ohne Vorpraktika wird eine Zulassung selbst zum Bachelorstudium schwierig. Was sind persönliche Voraussetzungen für ein Studium in den Sozialwissenschaften? Persönliche Voraussetzung ist, dass Sie eine gefestigte Persönlichkeit aufweisen sollten. Sie sollten ein Interesse zeigen an politischen Zusammenhängen, an sozialwirtschaftlichen, an sozialwissenschaftlichen Zusammenhängen und vor allen Dingen auch ein Gefühl haben für die Sprache. Lesen und Aufnehmen und Verarbeiten von Informationen, das sollte Ihnen Spaß und Freude bereiten. Im Studium der Sozialwissenschaften gilt es, interdisziplinär zu denken. Und dies zeigt sich auch in Vertiefungen, die im Rahmen eines Studiums der Sozialwissenschaften angeboten und angesprochen werden können. Hier finden sich intensive Beziehungen und Verbindungen beispielsweise zur Betriebswirtschaftslehre, beispielsweise zur Volkswirtschaftslehre oder auch Kontexte im Bereich Jura und Rechtswissenschaften können in einem Studium der Sozialwissenschaften eine Rolle spielen. Und dies zeigt sich dann auch wiederum im Wissen, das ein Ghostwriter im Bereich der Sozialwissenschaften mitbringen muss. Er muss genau die Fähigkeit haben, interdisziplinär zu denken, das heißt, ein Wissen aus vielen verschiedenen Forschungsbereichen haben und das dann
entsprechend zusammenzuführen. Und so sind auch die Verdienstmöglichkeiten für einen Ghostwriter in den Sozialwissenschaften sehr gut. Er verdient je nach Fristigkeit und der Art der Arbeit zwischen 20 und 25 Euro pro geschriebener Seite. Blicken wir noch mal ein wenig auf den Studiengang Sozialwissenschaften im Detail. Hier werden spezialisierte Fächer wie Philosophie, Pädagogik, Ethnologie behandelt und eingebunden. Schwerpunkte können dann später gesetzt werden, zum Beispiel in den Kommunikationswissenschaften, zum Beispiel in der Sozial- oder auch in den Kulturwissenschaften. Auch im Bereich Marketing, Personalwesen können später Schwerpunkte gesetzt werden, genauso wie im Bereich der Betriebswirtschaftslehre. Und genau diese Eigenschaften und dieses Wissen müssen dann auch die Ghostwriter in den Sozialwissenschaften mitbringen. Sie müssen auf all diesen Forschungsfeldern, in all diesen Bereichen sattelfest sein, und das sind sie auch. Was genau sind nun die Aufgaben eines Ghostwriters in den Sozialwissenschaften? Seine Aufgaben sind es, Sie in Ihrem Studium zu begleiten, ein Coaching im Studium zu geben, Lektorate, Korrektorate kann ein Ghostwriter in den Sozialwissenschaften ausführen, aber auch die Erstellung von Mustervorlagen für Hausarbeiten, Bachelorarbeiten oder Masterarbeiten sind Themenstellungen, die ein Ghostwriter in den Sozialwissenschaften betreffen. Hierzu ist genau dieses erwähnte umfassende Know-how notwendig, fachlich, aber auch in der englischen Sprache. Denn eine Vielzahl der Literatur aus dem angloamerikanischen Raum wird eben in den Sozialwissenschaften verwendet, da viele Studien eben englischsprachig geprägt sind. Gemeinsam mit dem vorhandenen Fach-Know-how bildet das dann das runde Paket des Wissens, das ein Ghostwriter in den Sozialwissenschaften mitbringt. Und dort stößt er auch vor besondere Herausforderungen, denn es gilt immer, dass er sein Wissen permanent up-to-date halten muss und immer neue Forschungserkenntnisse aufnehmen muss. Im Studium selbst ist ein Bachelor- und Masterabschluss möglich, auch ein Studium auf Lehramt in Anführungszeichen ist möglich. Sie schließen in der Regel ab mit einem Bachelor of Arts oder einem Bachelor of Science oder einem Master of Arts oder ein Master of Science. Das Studium dauert in der Regel 6 bzw. 4 Semester beim Master, und zahlreiche Universitäten bieten ein Studium der Sozialwissenschaften an. Vor allen Dingen ist hier die FU Berlin und die Goethe-Universität in Frankfurt zu nennen. Insbesondere Berlin ist deswegen sehr, sehr beliebt bei Sozialwissenschaftlern, weil hier ein internationaler Schwerpunkt angeboten wird, gerade im Master, und damit später exzellente Berufschancen, gerade im Management und in der Unternehmensberatung, gegeben sind. Kurzum, Ghostwriter im Bereich der Sozialwissenschaften bringen ein umfassendes Know-how mit in vielen verschiedenen Feldern, in vielen verschiedenen Disziplinen, und genau das zeichnet Ghostwriter in den Sozialwissenschaften aus, und genau damit können Ghostwriter in den Sozialwissenschaften sie unterstützen. Das ist gleichzeitig aber auch die große Herausforderung für einen Ghostwriter in den Sozialwissenschaften, denn er muss sich ständig auf diesen vielen verschiedenen Gebieten mit seinem Wissen auch up-to-date halten, damit Sie als Student ideal davon profitieren können.